Wien. Was erwartet? Ach, was erwartet? Wer aus Friesland denkt, dem fällt sicherlich auch Otto Walkes ein. Der populäre Komiker hat inzwischen 12 Platten und 4 Filme produziert. Erst im März dieses Jahres wurde er mit dem sogenannten Echo ausgezeichnet, dem Preis für den besten Comedy-Star Deutschlands. Derzeit ist Otto wieder auf Tournee. Eine neue Platte ist in Vorbereitung. Im Zuge seiner Tour-Promotion ist Otto heute in Wien. Und dieses Jahr am 20. September in Wien. Das bin ich ja selbst. Hey, sehr stark hier. Schönen guten Tag, Fans. Hallo, Leute. Ja, servus, der Otto. Das außerfriesische Naturtalent, dem kein Witz zu flach ist, vor allem, wenn er auf seine eigenen Kosten geht, ist im Laufe von mehr als 20 Jahren zum Markenartikel geworden. Nun ist Otto der Unvergleichliche wieder da. Leiwand, urorg. Geh scheißen. Oder sag mal nicht was. Beschreiben Sie bitte den Mann. Naja, mittelgroß, mittelschwer, mittelmäßig, mittelscheitel. Wie geht's wieder weiter? Es geht immer weiter. Es wird zur Sucht langsam. Ich muss langsam aufhören. Man wird ja auch langsam ein bisschen älter, oder? Ich warte jetzt, wo ich gerade nach Österreich komme. Jetzt wird doch keine Österreich. Höchstens auf der Bühne. Das kommt später vielleicht. Die direkte Konfrontation, das will ich nicht jetzt, okay? Alrighty. Ja, mal bist du nicht der Otto. Ja, hol's nicht raus. Das ist doch super. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Aber ein Friesenherz kennt keine Furcht. Und furchtlos wie er ist, begibt sich Otto wieder auf große Tournee mit seiner Band, den Friesenjungs, mit einer neuen Show und den alten Maskottchen. Ein kleiner Otto-Fand, der war jetzt ganz alleine. Ein Glück, dass man jetzt klonen kann, da war es wieder. 10, 20, 30, das war's schon? Nein, war's noch nicht. Guten Abend, Herr Walkes. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Frau Turnherr. Ja, ja. Herr Walkes, wir sind eine politische Sendung. Ich weiß, ist mir aufgefallen. Ich habe das ein bisschen betrachtet und muss ich sagen, sehr politisch. Ja. Aber was ich sagen wollte, mir ist aufgefallen, einige Themen bei Ihnen kommen nur zu kurz. Ich sehe Ihre Sendung ja schon ein bisschen länger. Hier zum Beispiel so, stammt der Mensch vom Affen ab, stumpft das Kind beim Gaffen ab, wie lang ist ein Giraffengrab, wann werden die Karaffen knapp, schafft der Papst die Pfaffen ab, legt man im Bett die Waffen ab, was tun, wenn ich nicht schlafen habe und so weiter. Das sind Themen, über die man auch ein bisschen diskutieren sollte. Das letzte kann ich Ihnen ganz klar mit Nein beantworten. Schafft er nicht gut. Ich glaube nicht. Sehr gut. Kabarettisten und Komiker beschäftigen sich viel auch mit politischen Themen. Das hat sie gut gemacht. In ihren Programmen. Das war geschickt. Das war jetzt, mit denen hätte ich mich fast im Gestrüpp ihrer Fangfragen verheddert. Aber fragen Sie nur. Übrigens, welches politische Ereignis in der Geschichte der Technik stelle ich Ihnen jetzt akustisch dar? Messton. Nein, nochmal. Kann ich im Moment nicht drauf kommen. Das ist Otto, der hat gepfiffen und mit der Faust auf den Tisch gehauen. Entschuldigung. Woher kommen Sie eigentlich? Bin ich fragend. Aus Vorarlberg habe ich gehört. Ich weiß alles. Ich habe recherchiert. Der Junge hat recherchiert. Nein, aber wissen Sie, was das bedeutet, wenn eine, können wir mal beide ins Bild kommen, bitte, wenn eine Nachrichtensprecherin aus Vorarlberg einen Ostfriesen in ihre Sendung einlädt? Wissen Sie, was das bei uns bedeutet? Bei uns bedeutet es jedenfalls, sie kommt nicht zu Wort und kann keine Frage stellen. Ja, wissen Sie, was das bei uns bedeutet? Nein. Sind wir drauf sind? Entschuldigung. Ja, bitte. Also, wie ich schon sagte, wir sind eine ernstzunehmende politische Sendung. Ich würde gerne von Ihnen wissen. Ja? Was möchten Sie wissen? Fragen Sie, denn wer nur das Recht hat, nur wer fragt, hat ein Recht, eine Antwort zu bekommen. Bitte fragen Sie. Also, in Deutschland wird über die Rentenreform diskutiert, in Österreich die Pensionsreform. Mhm. Glauben Sie, dass Sie als Komiker in Pension gehen werden und eine Pension bekommen werden? Das ist eine gute Frage, aber sie ist ein bisschen falsch formuliert. Es muss heißen, darf ich Sie nach diesem Gespräch zum Heurigen einladen? Das wäre eine geschickte Frage und eine gute Formulierung, oder? Na? Was würden Sie denn darauf sagen? Vielleicht würde ich sagen, naja, also ich bin kein Junge für eine Nacht, ich will erobert werden. Die ist ja sehr nett. Ich muss mal kurz raus. Ich komme sofort zurück. Okay. Ja, was denn? Fragen Sie doch endlich. Nach dieser wunderbaren Kostprobe Ihres Könnens, die mir ein bisschen aus der Fassung gebracht hat, wollte ich jetzt wissen, das war wann. Nicht meine Absicht. Wann ist denn mehr davon zu sehen in also, Wien? Ich glaube, am 20. glaube ich. Oder am 20. in Wien kann es sein, in der Wiener Stadt. Aber nicht weiter sagen, sonst kommen so viele Leute. Nachher kommt die auch noch. So, das war's für bitte rein. Das Mikrofon, was die Batterie. Verdammt. Danke. Wenn Sie es wieder gefunden haben, wir gehen derweil. Vielleicht weiter zum nächsten Bericht. Herr Walke, Sie sitzt unter dem Tisch. Ja. Urlaub im Ausland ohne Dreisat, lange heurigen Abende und Ähnliches hatten bisher einen gravierenden Nachteil. Man konnte die ZIP 2 und Highlights wie dieses nicht sehen. Diese Zeiten sind jetzt vorbei, vorausgesetzt, Sie sind einer jener rund 300.000 Österreicher, die einen Internetanschluss haben. Und nun gibt es die ORF-Nachrichten auch im Internet und damit sind die Nachrichten des ORF weltweit via Computer abrufbar.
ORF On ist nicht bloß eine Kurzfassung der Zeit im Bild, sondern das Aktuellste und Spannendste aus Radio und Fernsehen. 15 Redakteure und Techniker arbeiten 7 Tage in der Woche, um die Nachrichten speziell für die Anforderungen im Internet aufzubereiten. Multimedia ist das Schlagwort. Große Themen wie etwa der Machtkampf in Bosnien oder die Diskussion um Geldwäsche in Österreich gibt es in Ton und Bild. Das ist eine glatte Umgehung. Für diejenigen, die ein Thema besonders interessiert, gibt es sogenannte Links zu Internetseiten, auf denen weiterführende Informationen zum Thema angeboten werden. Ein News-Ticker liefert die aktuellsten Meldungen und natürlich wird auch über Sportereignisse berichtet. Das nützt nichts, wenn man jetzt in der Pause laut. Wichtig für die Macher des neuen News-Kanals: bei ORF On gelten dieselben Qualitätskriterien wie in den Informationssendungen des ORF und das ist im Internet keineswegs selbstverständlich. Abseits der Tagesaktualität gibt es jeden Freitag extra. Die wöchentliche Internetbeilage mit Themen aus Sendungen von Österreich 1. Auch hier werden die Themen speziell für das neue Medium bearbeitet. Eine erste Statistik zeigt: ORF On ist binnen kürzester Zeit zu Österreichs Stimme in der Welt geworden. Fast ein Fünftel aller ORF On-Kunden fragt die Seiten aus dem Ausland ab. An der Spitze sind Anfragen aus den USA, gefolgt von Deutschland, und selbst Internetsurfer von der Karibikinsel Aruba schauen immer wieder auf den Internetseiten des ORFs vorbei. So, jetzt kommt der Wetterbericht live und nicht über Internet für morgen. Von morgen an erwarten wir in ganz Österreich fast ungetrübtes Badewetter. Derzeit zeigen die aktuellen Satellitenbilder noch eine ausgedehnte Zone mit aufflammenden lokalen Gewitterherden von Süddeutschland über die Alpen hinweg bis zu den Adriaküsten. Von Norden her setzt sich bis morgen aber trockenere Luft durch. Frühnebelfelder lösen sich morgen rasch auf und tagsüber wird es vielfach sonnig und warm sein. Lokale gewittrige Schauer gibt es am Nachmittag wahrscheinlich nur zwischen Südtirol und Oberkärnten. An dieser Stelle kommt wie immer die Dreisat-Verabschiedung. Herr Walkes, wollen Sie sich von unseren vielen Zuschauern in Deutschland verabschieden? Selbstverständlich gern. Also liebe Zuschauer von Dreisat, wir möchten uns verabschieden. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Wenn Sie gefallen hat, mein Name ist Otto Walkes, wenn nicht, Frau Thurnherr. So, schönen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Das war's schon. Das war's. So. Und bei uns in ORF2 beleuchtet Schilling die beiden Seiten des Wirtschaftsfaktors Auto. Einerseits belasteten die steigenden Unfallzahlen die österreichische Volkswirtschaft. Der jährliche Schaden wird mit 50 Milliarden Schilling beziffert. Andererseits gibt die Autoindustrie dem steirischen Arbeitsmarkt wertvolle Impulse. Die Grüne Mark gilt weltweit als erste Adresse für hochwertige Qualitätsarbeit. Näheres dann in Kürze im Schilling. Ich darf mich verabschieden. Auf Wiedersehen und guten Abend.